Die Datenmenge verdoppelt sich alle 2 Jahre und damit stehen wir vor großen Herausforderungen, die zum einen Chance bietet, aber auch heißt, dass wir mit Sorgfalt mit den Daten umgehen sollten und sie auch schützenswert sind. Es gibt große Chancen in dem Sinne, dass wir gerade in der Pharmaindustrie Zusammenhänge entdecken können, die dazu beitragen, dass Behandlungen verbessert werden. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Chance, dass wir durch Mikrosensoren oder Mobiltechnologie Behandlungen besser verfolgen und optimieren können, was dann eben auch für die Patienten ein großer Vorteil ist, zum Beispiel man denke an weniger Hospitalisierungen. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, die Daten zu schützen und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Und auch, wie gehen wir mit der Datenflut um? Wie tun wir den Patienten Daten bereitstellen, wo sie schnell und effizient mehr Daten zu ihrer Therapie und zu ihrer Krankheit erhalten?